Wisst ihr, liebe Leute, hier ist wieder euer Donado. Und was neben mir schon versinken, ist der neue RC Drag Racer von Lego Technik. Ich werde das schön wieder unboxen, dann werde ich das aufbauen. Wahrscheinlich wieder so ein Speedbuild und danach gibt es wieder ein Fazit von mir. Und ja, aber als allererstes werden wir uns die Verpackung mal schön von allen Seiten wieder anschauen. Und ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Und ja, wenn ja, gibt einen Daumen nach oben, ein Abo wäre natürlich nicht schlecht und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Also, los geht's! Ja, also nochmal, es ist der RC Tracked Racer von Lego Technik. Ist von 9 bis 16 Jahren geeignet, kommt mit der Nummer 42065. Und ja, ich habe bezahlt 79,95 im Lego Store. Und es sind, glaube ich, 320 Teile, also nicht so viele Teile, dafür mehr motorisiertes Zeug drin und sogar eine Fernbedienung, eine Funkfernbedienung. Und das sieht man nämlich schon wieder hier drauf, also die Powerfunktionen. Und zwar ist da ein Receiver drin, eine Batteriebox, dann zwei Medium-Motoren und ein Remote-Controller. So, es ist ein 2-in-1 Modell, also wenn wir das rumdrehen, ich tue es mal schnell rumdrehen, ne, seht ihr hier unten, kann man noch ein zweites Modell bauen, wo dann die Bauanleitung im Internet auf der lego.com/technik, da könnt ihr euch die Bauanleitung runterladen. So, hier seht ihr natürlich im obersten Bereich nochmal den Track Racer, was er alles kann. Also man kann halt das Führerhaus so hoch und runter machen und da kann er nach vorne und zurückfahren und dann kann man wahrscheinlich die einzelnen Teile extra bewegen noch, dass er auch lenkt, ne? Jo, genau, die Ketten, hier steht es auch nochmal, einzelferngesteuerte Ketten. So, gucken wir an die Seite, da ist nichts weiter zu sehen. Oben seht ihr hier das 40 Jahre Logo, sage ich mal, von 1977 bis 2017, also sind schon 40 Jahre, gibt es das Lego Technik und da gibt es so einen besonderen Stein und der soll in diesem Fahrzeug mit verbaut sein. Ja, ich finde es eine coole Idee und ich wusste gar nicht, dass das Lego Technik schon so alt ist, aber okay, ne? Hier haben wir noch einen Stein 1:1, dann haben wir hier noch ja, das normale Zeug und unten gibt es noch ein paar Sicherheitswarnungen und so weiter und so fort. Hier natürlich nicht inklusive sind natürlich die Batterien, also ihr braucht dreimal die 1,5 AAA, also die 3x A Batterien und 6x die 1,5 AA Batterien. Das ist natürlich ganz schön viel, ne? Also man braucht schon ganz schön viele Batterien für das kleine Modell, aber das ist wahrscheinlich durch die Batteriebox so gegeben und auch durch diese Fernbedienung, die gibt es wahrscheinlich dann nicht anders. Gut, muss ich noch irgendwas erwähnen? Eigentlich nicht. Hier habt ihr zwei solche Teile zum Einklippen. Das werden wir gleich mal machen. So, tschuck, tschuck. Und dann reißt man das natürlich wieder schön auf. So. Wir gucken mal rein. Mal herauf. So, Leute, und mehr ist es nicht. Ich tue das mal ein bisschen ordnen und dann zeige ich das mal von der anderen Seite. So, also ihr habt hier nochmal die ganzen Pakete, die mit drin waren. Hier sind natürlich die ganzen Motor, die Fernsteuerung und so weiter und so fort. Ne? Und dann halt die anderen Tütchen noch. Die Aufkleber dürfen nicht fehlen. Sind aber ziemlich cool, Hauptsache sie halten. Und natürlich die Bauanleitung. Ist auch nicht unbedingt dick. Aber bei 320 Teilen, naja, gut. Schauen wir mal. Ach, hier ist er fertig. Also 66 Bauseiten hat man hier. Und natürlich noch ein bisschen durchblättern. So. Genau. Gut. Okay. Also, ich werde jetzt die Kamera positionieren und dann geht es schon los mit dem Bauen. We'll be right back.
Das Werk ist vollbracht, er ist fertig. Ne, und so sieht er aus.
ich habe mal die Fernbedienung doch. Ne? Also es gibt zwei Hebel. Ich habe die schon mal mit Batterien bestückt. Ne? Also man kann hoch und runter und hier auch hoch und runter. So, hier hat man ein kleines Schräubchen. Da tut man dann die 3AA-Batterien rein, also die mit den 3x A. Und hier kommen, wie gesagt, wenn man das aufklappt, hier unten die 6 AA-Batterien rein, also die mit den 2x A. Ne? So. Gut. Das waren die Teile, die übrig geblieben sind. Nicht viel, aber ja, ein paar sind schon. Gut, dann haben wir hier die Aufkleber, die sind alle verbraucht. Das Heft haben wir auch soweit durch. Ist ja klar, sonst wäre er ja nicht hier. Und jetzt kommen wir mal zu den Funktionen. So, zuerst müssen wir die Batteriebox einschalten. Da hat man hier unten so einen kleinen Hebel. Ich zeige ihn mal, hier unten ist er. So, drückt man auf an. Und dann hat man hier so ein grünes Lämpchen. Also Signal ist da. Signal ist auch hier oben. Hat man noch ein grünes Lämpchen. Tue es mal hier oben. Ein bisschen mehr höher. Hier. Das grüne Lämpchen ist auch da. So. Und jetzt drücken wir mal auf die Fernbedienung. Ich tue sie mal schon vor. Ein bisschen zurück. So, also. Einmal hoch, einmal zurück. Jetzt sich die eine Kette bewegen und das andere. Ist genauso, wenn man also alle beide Ketten dreht, drehen will, macht man entweder alle beide hoch oder alle beide runter. Ne? Also ist schon ein bisschen Power dahinter. Ne? Ist ja klar, bei der glatten Fläche auf dem Tisch hat er nicht viel Grip. Ich werde ihn aber nochmal auf dem Boden testen und ja, dann starten wir mal. So, also wie gesagt, auf dem Boden ist er. Und ja, ich fahre einfach mal gerade aus. Mich drehen, seht ihr hier nicht, der Tief mich drehen, Fipsi. All das funktioniert einmal frei, rückwärts, vorwärts, dann drehen. Geht auch, andere Seite drehen, geht auch. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen schwerer, denn ich will mal über die Decke fahren. Und dann schauen wir, ob der das kann. Oh ja, er kann es. All das kriegt er hin. Eben durch die Kettenantriebe. Ich probiere es nochmal. Nicht, dass ich denke, das ist Zufall. Und nochmal hoch. Jawohl. Ne, also läuft das Teil. So. So, da fahren wir noch eine Runde mal auf den Silver. So, was haben wir jetzt da? Läuft auch wunderbar. Also da kriegt schon einige Hindernisse hin. Also ich glaube nicht, dass er jetzt hier das Kissen rauskommt, das glaube ich natürlich nicht. Nee, das schafft er nicht. Aber ansonsten ist er schon ganz schön flexibel. So. Man kann ihn auch eigentlich schön präzise steuern. Also wie gesagt, es braucht ein bisschen. Eher der Motor anspricht, aber wenn er anspricht, dann. So, tun wir noch ein bisschen wenden. Wunderbar und geradeaus. So, also den Sturz soll auch überleben, alles kein Problem, kein Teil weggebrochen oder zumindest abgegangen und weiter geht die wilde Fahrt. Ich tue es mal schön nochmal hier runterfahren lassen. Wie gesagt, das bricht ja auch nichts weg, ne? Also wenn, dann fällt mal ein Teil ab oder irgendwas und das finde ich eben das Schöne an Lego, weil also ich persönlich habe noch nie einen Teil von Lego weggebrochen. Also wie gesagt, eher fällt das Zeug dann auseinander oder irgendwas, ne? Aber wie gesagt, ja, heute kann man ganz schön viel Spaß damit haben. Tolles geiles Teil. Ich fahre noch ein bisschen rum. So, Klappe aufgegangen. Machen wir mal auf. Das kann ich jetzt ewig so weiterführen, weil es mir unglaublich Spaß macht. Oh, die Kante, die wir nicht. Ja. Wie gesagt, wir haben ja hier ein Parkett und da rutscht er natürlich auch mit seinen Ketten. Man müsste es mal testen auf Bodenbelag.
Nee, keine Nummer, die ist zu hoch. So, gleich mehr nochmal. Genau. Also ihr seht schon, das Teil macht schon ein bisschen Spaß. Auch für größere Kinder. Ich finde, wie gesagt, die Aufkleber habe ich schon mal erwähnt, auch cool. Immer noch mal ein bisschen drehen lassen. Und dann soll es das gewesen sein. So, liebe Leute, wir kommen mal zum Fazit. Also, ihr habt es gesehen, in Action. Ich finde es eigentlich ziemlich cool. Das Einzige, was ich nicht cool finde, ist halt die vielen Batterien. Aber das geht halt auch nicht anders, halt durch diese Bauweise von dieser Batteriebox. Die werden dann natürlich keine andere Batteriebox, die sie da reinsetzen. Und auch die Fernbedienung, das ist halt, weißt du, und halt. Es sind halt 320 Teile, ne? Sind halt wenig Teile für 79,90. Aber man kriegt dann halt auch hier diese ganzen Motoren mit dazu, halt wie gesagt Batteriebox und Fernbedienung, das darf man halt nicht vergessen. Und deswegen, sag ich mal, wird das ein bisschen aufgehoben, sag ich mal. Ne? Also 80 Euro für ein ferngesteuertes Auto, sag ich jetzt mal, ist schon ein Heidengeld, aber ist halt auch Lego-Technik und man hat ja auch was zu bauen dazu. Also, es handelt sich um diesen RC Tracked Racer. Ne, also es ist von 9 bis 16 Jahren geeignet, kommt in der Nummer 42065, hat mich 79,95 gekostet im Lego Store. Und wie gesagt, die Funktionen haben wir alle gezeigt. Also er kann vorwärts fahren, rückwärts fahren und dann halt jede Kette einzeln bewegen, so wie man es gezeigt oder wie ich es gezeigt habe. Wirklich eine Bauanleitung von ungefähr 68 Seiten, 66 sind direkt für den Bau. Gut, 320 Teile habe ich glaube ich schon gesagt und dann hat man hier das Bauteil, hier 40 Jahre Lego Technik, das ist natürlich hier hinten, ich tue es nochmal zeigen, so, hier ist es verbaut und ja, und es ist ein 2-in-1 Modell, man kann also noch das andere Modell bauen, das zeige ich auch nochmal ganz kurz, das hier unten sieht zwar nicht so toll aus wie da hier oben, aber man kann es bauen, Bauanleitung gibt's online. Ich gebe eine Wertung von 7,5, ne, weil es halt ein kleineres Lego-Technik ist und weil mich halt der Preis trotz den Motoren und so weiter ein bisschen stört und halt, dass man so viele Batterien braucht trotzdem. Ne. Ich meine, Lego könnte ja auch mal die Batterien mit reinlegen, wenn man schon ein ferngesteuertes oder irgendwie batteriebetriebenes Modell hat. Ich meine, die Batterien, die stören dann denke ich auch nicht, aber das hat es glaube ich noch nie, ne? Hat glaube ich Lego noch nie reingelegt. Gut, das soll meine Wertung gewesen sein, das war mein Fazit, liebe Leute, gut. Ja, liebe Leute, es ist leider schon wieder vorbei mit dieser Folge und eins habe ich noch vergessen zu sagen, ich habe ungefähr eine Stunde Bauzeit gebraucht, also eine Stunde circa. Ja, ich habe es auch nicht unbedingt Vollgas gegeben, ich habe halt normal hintereinander weg gebaut und ja, also eine Stunde Bauzeit oder Spielspaß mit dem Bauen ist halt ungefähr mit dabei. So, ja, hier ist nochmal das Teil, ich zeig's euch nochmal, ne, dass man die Größe ungefähr sieht. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben, ein Abo wäre natürlich nicht schlecht. Und ja, schreibt mir ein bisschen was in die Kommentare, was ihr von den Preisen bzw. von diesem Modell haltet. Und ja, dann hoffentlich sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Euer Donator, haut rein, ich bin raus. Ciao!